So, da sind wir im nächsten Muster. Wir haben Modern Horizons 2. Was ist das? Collector Booster. Oh ja, stimmt. Das war ein Collector Booster, was ich hier mitgenommen habe. Es war teuer. Das weiß ich noch. Und ja. Modern Horizons 2 war damals der Wahnsinn. Ist heute so okayisch. Damals wirklich der Wahnsinn. Die Leute haben es bis heute, kaufen es ja bis heute noch. Mit einem Clou und einem Top da. Sehr, sehr cool. Und deshalb gucken wir uns mal an, was wir haben. Wir haben eine Mist Vault Bridge. Kommt getappt ins Spiel. Ist unzerstörbar. Tappt für blaues oder schwarzes. Ein Artefaktland. Das Foiling ist natürlich nicht so geil. Floodhound. Ein Mana 1, 2. Für 3 Mana tappen kriegen wir einen Clou. Also. Das da. Die können wir dann für 2 Mana opfern, um eine Karte zu ziehen. Sehr, sehr cool. Dann haben wir einen Storm God Oracle. 3 Mana 1, 3. Für 1 Mana kriegt der plus 1, minus 1. Und wenn er stirbt, kriegt er 3 Schaden. So. Nicht so verkehrt. Gift Blade Brawler. 3 Mana 2, 3. Tappen. 1 Mana bezahlen. Ein Leben bezahlen. Eine Karte ziehen. Können wir nur Karten machen, wenn wir was discarded haben. Okay. Kaleido Scorch. 2 Mana. Mit 5 Mana Flashback. Mit Converge. Wir fügen X Schaden zu. Wächst die Anzahl an Mana Kosten, die das Spell gekostet hat. Mana Farben. Mana Farben. The Underworld Cookbook. Als das Set rauskam, wurde ein Riesenhype um darum gemacht. Spielt das mittlerweile noch jemand? Gibt es noch Leute, die das spielen? 1 Mana Artefakt. Tappen. Wir werfen eine Karte ab und kreieren Food Token. 4 Mana. Wir können das Ding opfern und können eine Kreatur aus dem Friedhof zurück auf die Hand nehmen. Ja. Und, oh ja, stimmt. Hier waren ja die wunderschönen Forests und Länder drin. Sehr, sehr cool. Und wir haben einen Glimpse of Tomorrow. Suspend für 2 rote Mana. Und nach 3 Runden kommt es dann ins Spiel. Wir shuffeln alle Permanente, die wir kontrollieren, in unser Deck. Revealen so viele Karten von oben vom Deck, wie wir Karten aufgedeckt haben. Alle Nicht-Aura-Karten werden ins Spiel gebracht. Dann kommen die Aura-Karten ins Spiel. Der Rest geht um das Deck. Nicht so meins. Dann haben wir einen Flame Tongue Jeerling. 2 Mana 2-1 im Multikicker. Der kriegt so viele plus 1 Marken, wie auf der gekickert wurde. Und wenn er ins Spielfeld kommt, fügt der Schaden nur seiner Stärke auf eine Kreatur zu. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Er schwächt. Garth One-Eyed. 5 Mana 5-5 legendäre Kreatur Human Wizards in Sketchstart. Tappen. Wir suchen uns eine Karte an, die noch nicht ausgesucht wurde. Und zwar Disenchant, Brain Gazier, Terror, Sheevan Dragon, Regrowth oder Black Lotus. Und kriegen eine Kopie dieser Karte mit diesem Namen auf die Hand. Und die Kopie können wir casten. Sehr, sehr coole Karte. Sehr, sehr coole Karte. Und wir haben einen Monskillion in normalem Foil. 2 Mana 1-1, wenn er ins Spiel kommt, kommt er mit einem plus 1 Mana gespielt. Und für 1 Mana können wir einen plus 1 Mana runternehmen, einen Schaden zufügen. Ja, Monoskillion. Nicht so geil. Dann haben wir einen Jade Avenger. 202-2 Bushido 2 in Sketchstart. Okay. Und Universal Automation, 1 Mana 1-1, Changeling, Shapeshifter, in Edged Foil, ja, ungeil. Und wir haben noch ein Resurgent Belief, 2 Mana, Suspend für 2 Mana und wir bringen alle Enchantments aus dem Friedhof zurück ins Spiel, aus unserem Friedhof. Das ist ein Replenish. Auch hier in Edged Foil sieht man natürlich in der Kamera nicht. Und wir haben ganz am Ende ein Unmarked Grave. 2 Mana, wir suchen unser Deck nach einer nicht-legendären Kreatur und legen sie in den Friedhof. Dann mischen wir unser Deck. Ja. Soviel zu diesem Booster. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, habt ihr gesehen. Ciao, ciao.